So, und heute schauen wir uns mal an, wie der E53 hier autonom fährt. Gespannt, was passiert? Er fährt genau rein. So, hey Mercedes, den Witz habe ich schon gemacht bei meinem 5er-Video, da teste ich den G30, wie der autonom fährt. Hey, funktioniert hier natürlich auch noch nicht, denn wir haben hier das NGT 5.1 verbaut. Das ist im Grunde genommen der Vorläufer vom MBUX und das wird noch in der aktuellen E-Klasse verbaut und vor allem auch noch in der S-Klasse. In der E-Klasse kommt es wahrscheinlich mit dem Mopf, also mit der Modellfliege, Ende 2019, Anfang 2020 kommt MBUX, hier jetzt immer noch NGT 5.1. Heißt auch, wir müssen noch das kleine Knöpfchen hier drücken, um die Sprachbedienung zu aktivieren, um eine Adresse einzugeben. Fangen wir doch mal an. Fahr mich zum Potsdamer Platz in Berlin. Die Zeilennummer bitte. Nummer 1. Die Eingabe Potsdamer Platz 7, Seedorf, wurde übernommen. Die Zielführung wird gestartet. Ja. Perfekt. Ja, wie funktioniert das denn hier jetzt bei Mercedes? So, hier ist zu sagen, dass diese ganze Schaltereinheit hier ab der S-Klasse, also dem W222, mit der Modellpflege eingeführt wurde. Früher war es ein Stockhebel, früher war er hier oben, dann ging er ein Stück runter und dann ging er nach ganz unten. So, das hier, dieses System hat man, schaut ihr auch am besten mal in meinem BMW-Video, eingeführt, weil man, also so munkelt man den Mitbewerber sozusagen, oder die Mitbewerberfahrer schneller mit hier rüber bekommt. Das heißt also, das ist, wenn man mal ehrlich ist, ein bisschen BMW hier. So. Und ähnlich funktioniert es letztendlich auch. Ich aktiviere sozusagen die Geschwindigkeit, wenn ich, ich nehme die Geschwindigkeit an, wenn ich einfach hier nach oben drücke. So, dann sette ich die Geschwindigkeit. Das funktioniert jetzt nicht, weil wir natürlich stehen. Und dann kann ich hier mit Res auch die Geschwindigkeit zurückholen, sollten wir fahren und eine Geschwindigkeit voreingestellt gewesen sein. Und hier unten kann ich ganz normal canceln. Mit Z kann ich natürlich auch schneller, langsamer, also ich kann hoch und runter bewegen. Und hier diese Knöpfe sind für den Abstand nach vorne. So, da sieht man es. So, wenn ich hier jetzt so, das ist im Prinzip ähnlich wie BMW. Was mir allerdings bei Mercedes besser gefällt, ist, ich muss nicht unbedingt es aktivieren. Das heißt, bei BMW muss man es aktivieren. Das heißt also, man muss vorher einschalten, man möchte jetzt teilautonom fahren. Sagen wir mal teilautonom, hier ist Level 2. Das heißt also, ich muss immer einen Bestätigungsknopf drücken, damit ich es aktiviere. Hier finde ich es viel praktischer. Ich fahre, sagen wir 70, und dann drücke ich einfach hoch und dann hat er die Geschwindigkeit erkannt, die ich gerne autonom fahren möchte. Und ja, dann kann es im Prinzip auch losgehen. So, wir sind in der Stadt unterwegs. Jetzt lenkt er selbstständig, ich mache nichts. Er hat die Spuren gefunden. Ich muss den Lenkrad anfassen. Ein Auto ist vor uns. Er bremst selbstständig. Mache nichts. Die Ampel ist grün. Er wird wahrscheinlich jetzt sofort wieder selbstständig losfahren. Ja, das macht er auch. Weil die Ampel grün geworden ist und ich letztlich nicht diese 10 Sekunden, diese gesetzlich vorgeschriebene Zeit stehen musste gerade. So, wir fahren hinterher. Man sieht wahrscheinlich an meiner Kamerabewegung, dass so ein E53
dann doch echt relativ hartes Fahrwerk hat und jede Bodenwelle sich schon irgendwie ein bisschen äußert, auch in der Kamerabewegung. Aber nichtsdestotrotz fahren wir hier, ich habe das Lenkrad nicht angefasst, wir folgen einfach dem Vordermann. Ich vermute jetzt auch, dass er dem Vordermann folgt, als dass er die Spuren nimmt. So, Lenkrad anfassen, können wir mal gucken. Zack. Bei Mercedes drehe ich immer ein bisschen, ja, während bei BMW die sogenannten kapazitiven Lenkräder verbaut sind. So, er lenkt auch hinter das Auto hinterher. Das heißt also, mittels einem, einer Oberfläche, die sensitiv ist. Das heißt, ich berühre, bei BMW macht man es hier hinten und dann merkt man, dass man, oder merkt das Auto, dass man am Steuer ist. Habe ich bei Mercedes nach wie vor das Gefühl, immer leicht drehen zu müssen, damit halt ein Widerstand im Lenkrad entsteht und das Fahrzeug sozusagen in dem Moment dann merkt, dass man halt immer noch am Steuer ist. Bei Mercedes hat man auch so kleine Touchflächen im Lenkrad, die man dazu nutzen kann, um zu bestätigen, dass man auch im Auto sitzt. Mache ich auch, aber man muss eine sehr, also ausgefeilte Technik entwickelt haben, sonst verstellt man einiges im Display, zumindest ist ich. Vielleicht bin ich da ein bisschen grobmotoriger. So, es geht los. Ich muss wieder mit dem Gas bestätigen, dass wir weiterfahren, aber er lenkt nach wie vor selbstständig. So, er bremst jetzt aus, weil er nach rechts abbiegen wollte. Oder was war das jetzt eben? Das habe ich nicht verstanden. So, 50 km/h habe ich jetzt eingestellt. Das ist hier die Geschwindigkeit, die man in der Stadt fahren darf. Vor uns im Übrigen ein Uber. So, wir folgen weiterhin. Es geht immer noch geradeaus. So, jetzt bin ich gespannt, was er jetzt macht. Auto verloren. Er fährt ohne Spur, ja, er fährt ohne Spur rüber. Jetzt hat er ein Auto wieder gefunden. Also eben war eine Situation, wo, ich muss jetzt selbst lenken wieder, eben war eine Situation, wo das Fahrzeug vor mir wegfiel, er sozusagen in dem Moment keine Möglichkeit hatte, jemandem zu folgen, keine Spur erkannt hat und er ist dann so quer in die Spur reingefahren. Dann musste ich eingrenzen. Aber man hat sie auch gerade piepen gehört, das heißt also, man hat mich mehr oder weniger darauf vorbereitet. Kleine Kurve, die macht er selbst. Kleine Rechtskurve in der Stadt, macht er auch selbst. Ich bin jetzt hier vorne bei der Baustelle gespannt, was passiert. Er fährt genau rein. Das ist geil. Warum ist das geil? Ja, das... Ich hole mir einen Tesla. Das nächste verspreche ich euch, ich werde mir einen Tesla holen. Und jetzt zieht er auch nach rechts gerade kurz, warum auch immer. Und möchte sehen, ob diese FSD, Full Self Driving Computer von Elon Musk, ja, ob er das kann. Ob der es besser kann. Da bin ich echt gespannt und die E-Klasse ist ja schon sehr weit, was das autonome Fahren angeht und mit eines der weitesten... Oh, ich hätte jetzt hier abbiegen müssen. Das haben wir jetzt verpasst. Macht nichts. Schauen wir uns mal an, wenn wir den Tesla haben, was da so passiert. So, Stadtautobahn-Situation. Er hat die Spuren erkannt, das erkennen wir an den grünen Streifen. Er hat ein Fahrzeug vor mir erkannt. So, das heißt also, ich lenke jetzt nichts, mache jetzt nichts. So, ich muss das Lenkrad anfassen. Leichte Drehbewegung, wie gesagt, mache ich bei Mercedes immer. Jetzt gucken wir, ob er Spurwechsel hier macht. Nee, macht er nicht. Wahrscheinlich, weil es die Stadtautobahn ist. Können wir gleich mal auf der Autobahn sehen, denn wir müssen jetzt nach rechts abbiegen. Das System würde jetzt auch reduzieren, das heißt also die Geschwindigkeit reduzieren. Er lenkt jetzt selbstständig dem Fahrzeug vor mir hinterher. Wir fahren jetzt runter. Ich mache nichts. Lenkrad anfassen.
So, wir folgen einfach. So. Ein bisschen Kurve kommt. Lenkrad kurz drehen, anfassen. Mir wird's gerade. Ich habe gerade ein bisschen nachgegriffen, weil ich dachte, ich will die Felgen nicht kaputt machen. Aber vielleicht war das einfach Angst, einfach nur. Was wäre das passiert? Ja. Lenkrad anfassen. So, das Auto fährt jetzt nach rechts vor mir. Wir fahren geradeaus. So wollen wir es auch. Ihr seht in meinem BMW-Video genau an der Stelle, dass der Wagen dann dem Wagen einfach hinterhergefahren ist, was ich nicht wollte, denn laut Navi fahren wir jetzt geradeaus. Muss aber dazu sagen, muss ich selber in meinem Video nochmal gucken, ich weiß nicht, ob ich beim BMW die Navi an hatte, denn hier weiß das System ja letztlich, dass die Navi an ist. So, und beziehungsweise das autonome System richtet sich danach, dass wir eben geradeaus hätten fahren müssen oder sollen. Ja, so. So, Auto schert hier vorne ein, wir verzögern. Zack. Ich habe bisweilen nicht eines meiner Füßlein benutzt. Wir fahren einfach hinterher. Ich habe die Geschwindigkeit auf 80 eingestellt. Das Auto sollte aber die Geschwindigkeiten selber erkennen. Und das werden wir aber später nochmal sehen. Links abbiegen. Ich versuche es nochmal mit meinem Spurwechsel. Ne, das war jetzt der Hinweis, dass jemand da ist. Spurwechsel funktioniert hier nicht. Auf der Stadtautobahn zumindest nicht. Felgen, Rad-Reifen-Kombinationen sind auch entscheidend, wie sanft das Ganze hier abläuft. Wir sind jetzt hier in einem E53 und die Rad-Reifen-Kombination ist halt sehr sportlich ausgelegt und dementsprechend agiert dieses Fahrzeug halt auch unsanfter. Ich habe es damals bei einer S-Klasse sehr stark gemerkt, beim 222, also noch aktuell, damals war es ein Vormopf. Und der Unterschied zwischen den 18 und 19 Zoll Rädern war schon echt zu spüren. Das heißt also, der Wagen war, wenn er mit den 19 Zoll ausgestattet war, war er ruckartig in der Art und Weise, wie er halt letztlich auf der Straße lenkt. Genauso hier in diesem Fahrzeug. Jetzt poltern wir wieder hier über Bodenwellen. Aber im E53 AMG will man es ja sportlich haben. So, die Geschwindigkeit ist aufgehoben und er beschleunigt jetzt automatisch auf die voreingestellten 130 km/h. So, macht er auch recht zügig. Ich mach nix. So. Jetzt haben wir auf 130 beschleunigt. Wir ziehen natürlich an dem Wagen hier links vorbei. Das dürfen wir natürlich laut Gesetz nicht. Aber wir fahren jetzt hier auf der rechten Spur. So, jetzt versuche ich mal einen Spurwechsel. So, jetzt macht er automatisch den Spurwechsel. Automatisch den Spurwechsel gemacht. Der Spurwechselassistent funktioniert so: Ich tippe den Blinkerhebel an und er wechselt die Spur, insofern sie frei ist. Wir sehen, wenn sie frei ist, anhand des grünen Pfeils, dass sie frei ist. Ist ein weißer Pfeil da, ist die Spur noch nicht frei. Das heißt also, Autos umgeben uns. Hier ist jetzt im Übrigen freigegeben. Können wir gleich mal gucken und er bremst selbstständig auf das Fahrzeug hier vorne auch rauf. So. Er hält noch die Spuren, vor uns ein Fahrzeug, ich lasse mal los und er bremst selbstständig auf das Fahrzeug rauf.
also auch bei hohen Geschwindigkeiten funktioniert das. Bei Mercedes funktioniert es nur bis 210. Bei Audi habt ihr in meinem anderen Video vielleicht auch schon gesehen, funktioniert es bis 250. Aber ich glaube, diese Geschwindigkeit 210 ist auch angemessen. Und bis dahin funktionieren die Systeme auch. So, gucken wir mal, ob das Fahrzeug aus 255 selbstständig runterbremst. Gehen wir mal hier auf die Spur. Da ist ein Fahrzeug vor uns. Ja, Auto erkannt. Und er bremst selbstständig runter. So. Perfekt. Machen wir mal einen Spurwechsel raus. Und das geht auch bei Volllast. So, das Angenehme ist wirklich, dass das Fahrzeug halt die Geschwindigkeit annimmt. Jetzt haben wir hier 80. Baustellensituation, mal sehen, ob er die meistert. Lenkrad anfassen. Nee, er wäre jetzt reingefahren. Es ist jetzt, glaube ich, auch zu eng. Es ist, glaube ich, zu eng für ihn. Wir gucken mal. Also, er hat zwar die Spur jetzt, okay, jetzt hat er die Spuren erkannt. Aber er ist nicht in die Baustelle reingefahren. So, ich guck mal, ob es ein Spurwechsel funktioniert. Nee, Spurwechsel funktioniert nicht. Das heißt also, diese Baustelle ist zu unübersichtlich. Ich sag's mal so, dass sie zu unübersichtlich ist. Jetzt fahren wir raus. Hier vorne seht ihr die gelben Linien. Aber er fährt über die gelbe Linie rüber. Ja, jetzt 100 km/h vorne beginnt. Das System wird wahrscheinlich jetzt wieder beschleunigen. Und das macht es auch. So, Baustellensituation 2. Er hat die 80 km/h erkannt und wir gucken mal, wie wir dort durchkommen. So, er bremst runter auf 60, selbstständig runter. Okay, er lenkt selbstständig. Ich mache nichts. Vorne einfädeln, das muss ich wahrscheinlich eh machen. Jetzt wird es brenzlig, weil was heißt brenzlig? Jetzt sind mehrere Spuren auf der Straße zu erkennen. Jetzt bin ich mal gespannt, er hat die Spuren verloren. Das heißt also, ich muss gegenlenken. Das funktionierte nicht. So. Also ich muss, jetzt versuche ich mich mal selber mittig wieder zu orientieren. Aber er findet keine Spur. Also, er findet immer noch keine Spur. Jetzt hat er eine Spur gefunden. Jetzt hat er die gelben Spuren auf der Fahrbahn gefunden. So, und jetzt, genau, jetzt funktioniert es auch. Die Baustelle scheint auch breit genug zu sein. Mir ist gerade aufgefallen, das Lenkrad ist noch gar nicht gemopft. Keine Modellpflege. Das Lenkrad hier ist viel neuer als das, was im Display zu sehen ist. Die 213 hatten ja damals dieses Lenkrad. Da waren noch nicht die Knöpfe. Hier. So, da gab es noch den Stockhebel. Naja. Und der Vordermann ist immer eine S-Klasse. Das ist eine kleine S-Klasse. Also das finde ich jetzt sehr seltsam, weil diese gelbe Linie rechts scheint das Fahrzeug nicht zu erkennen und selbst der Spurhalteassistent, jetzt beschleunigt er einfach mal so auf 100, damit er jetzt wieder runterbremsen kann auf 80. Genau. So, er scheint diese gelbe Spur rechts nicht zu erkennen. Das heißt also, wenn ich rübergehe jetzt, zack, erkennt sie nicht. Das heißt also, gelbe Farben, gelbe Spuren scheinen nicht so gut zu erkennen zu sein für das Fahrzeug.
So, ich möchte euch mal den Spurhalteassistenten hier demonstrieren. So, ich versuche ihn einfach mal in die Spur zu. Zack. Das heißt also, das Fahrzeug hat mich jetzt mittels Bremskraft und nicht unbedingt Lenkeingriff zurückgeschubst. Könntest du nochmal machen? Ich schub sie mal ein bisschen rüber. Und zack. So, wir müssen 800 Metern runterfahren von der Autobahn und dann gucken wir uns mal an, wie das Fahrzeug das tut, und zwar indem es runterbremst auf die Geschwindigkeit, die wir vielleicht brauchen in der Ausfahrt. Ich muss nach wie vor selbst lenken, ich mache aber nichts und er bremst in die Kurve rein. Die Kurven sind zu steil. Runtergebremst, ich mache nichts. So, da vorne ist eine Kreuzung und er reduziert, aber er bremst nicht selbst. Aber er reduziert so weit runter, dass am Ende die Geschwindigkeit rumzufahren niedrig genug wäre. Also er reduziert schon so weit. So, das heißt, wahrscheinlich, wenn wir jetzt so auf die Autobahn zurückfahren, jetzt müssen wir nämlich rechts abfahren. Und jetzt bremst er auch dementsprechend runter in die Kurve rein. So, ich muss selber bremsen. Das funktioniert hier noch nicht. So. Also wir fahren schon recht zügig in die Kurve. Aber es liegt vielleicht daran, dass es ein E53 ist. So, und jetzt ist die Geschwindigkeit aufgehoben. Und ja, er beschleunigt jetzt. Jetzt beschleunigt er von selbst auf die wahrscheinlich 130 km/h, die im System so mehr oder weniger für Strecken, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben ist, beschleunigt. So, jetzt haben wir 130 erreicht. Jetzt kommt wieder eine Situation, wo wir von der Autobahn auf eine andere Autobahn runterfahren müssen in rund 600 Metern. Noch sind wir bei 130 km/h und gleich sage ich mal an, wann er runterbremst. Ich fahre schon mal auf die Auffahrt. Jetzt bremst er runter, ziemlich stark sogar. Das heißt also, ich mache nichts. So, wir fahren hier auf die Ausfahrt zu. Er ist schon sehr zügig. Was muss man sagen, ja? Er ist schon sehr zügig. Also, er hat immer noch den geschwindigkeitsbefreiten Bereich drin. Vielleicht ist er deswegen auch ein bisschen zügig. So, jetzt kommen aber Autos, die jetzt im Radar sind. Das wird ihn ausbremsen. Und folgt er dem wieder. Jetzt hat er 130 als Geschwindigkeit erkannt. So. Und jetzt können wir wieder selber mit dem Spurwechsel rüberziehen wahrscheinlich. Weiß bedeutet, genau, funktioniert noch nicht. Jetzt ist grün und er macht den Spurwechsel selber. Spurwechsel zurück. Rechts, immer nichts. Und der Blinker aus. So, eine schöne Landstraßensituation. Er hat die Spuren erkannt. Alles ist grün. Wir fahren hier in die Kurve. Ich muss das Lenkrad anfassen. Dort vorne kommt eine 70er-Zone. Mal sehen, wann er sie erkennt. Und zwar jetzt ist 70 und er bremst jetzt runter. Jetzt ist die 70er-Zone gleich wieder vorbei. Jetzt, und zwar jetzt. 100 km/h sind oben angezeigt. Ich mache nichts. Vor uns ist eine Kurve. Lenkrad kurz anfassen.
und wir fahren in die Kurve. Kein Problem. So, da vorne ist jetzt eine Ampel. Da weiß ich, dass er sie nicht erkennt. Jetzt haben wir wieder 70. Mal sehen, wann er runterbremst. Jetzt sind 70. Er bremst runter. Er hat die Spur aber verloren. Und die 70er-Zone ist jetzt wieder vorbei. Ups, ich bin kurz über die Linie gefahren. Die 70er-Zone ist jetzt vorbei. Er beschleunigt wieder. Ich mache nichts. Wie gesagt, das hat das System selbst erkannt und dort vorne kommt ein Ort. Er verzögert jetzt schon die Geschwindigkeit, weil wir auf den Ort zufahren. Denn wir müssen ja auf 50 runterbremsen. So. Und jetzt sind wir bei 50. So, diese kleine Kurve jetzt hier drin, da bin ich gespannt, was er da macht. Oh. Er schafft sie. Aber auch die die Gegenseite auch. Jetzt mal kurz anfassen. Jetzt hier. Ja, okay. So. Ich bin immer noch in dem Modus hier. So, da vorne. Kurz anfassen. Das wäre so, das sind so kleine tückische Sachen hier. Mal sehen, wie er da rumkommt. Ja, er bremst nicht und fährt direkt drauf zu. So. Das kann aber kein Auto, zumindest von diesen deutschen Herstellern. Ja, das ist so, bei Audi ist es so, bei BMW ist es so, bei der S-Klasse ist es genauso. Und ja, es funktioniert irgendwie. Irgendwie funktioniert das nicht. So, aber das ist jetzt relativ unkompliziert. Da wette ich jetzt halt, dass wir hier also problemfrei langkommen. Hier vorne, da kommt wieder eine kleine Delle in der Farbe und folgen wir der jetzt diesmal? Nö, fahren drüber. So, das funktioniert also nicht. Dort vorne kommt eine Ampel, mal sehen, ob sie, ja, sie schaltet auf Rot. Ich sag's euch gleich, wir werden an der nicht anhalten, weil das Auto noch keine Ampeln erkennt. So ist es einfach so. Das heißt also, er fährt drauf zu, zack, so, und ich muss bremsen. Das habe ich jetzt gemacht. So, jetzt wieder grün und jetzt tippe ich einfach nur das Gaspedal an oder drücke Reset und dann starten wir auch wieder selbstständig. So. Spuren sind noch nicht gefunden. So, das Angenehme ist, dass er die Geschwindigkeiten erkennt. So, das ist jetzt relativ unspektakulär. Das kriegen wir alles hin. Er hat zwar nicht die Spuren gefunden, also wir haben jetzt keine eindeutigen Spuren, weil wir eine Bordsteinkante rechts haben. Das heißt also, er hat sie nicht gefunden, sonst wäre jetzt halt dementsprechend hier alles im Grünen. Also die Spuren, die Linien grün. Jetzt könnte es sein, dass er sie gleich wieder findet, denn wir haben jetzt rechts, links, also rechts eine durchgezogene Spur, links eine geriffelte, nee. Aber er lenkt trotzdem. Ich frage mich jetzt gerade, wonach er sich richtet. Nach dem Navigationssystem. So, machen wir mal ein Fazit. Im Prinzip, also schaut euch ruhig mal mein Audi-Video, Audi A6 und das vom 530 D an, also G-Modell, aktueller 5er. Im Prinzip ähneln sich die Fahrzeuge in dem, was sie tun, was das autonome Fahren angeht. Sie unterscheiden sich in Nuancen und die Nuance hier zum Beispiel ist, dass der Wagen halt jetzt auf die Geschwindigkeit reinbremst, also sprich, also er sieht die Geschwindigkeit, die neue Geschwindigkeit und er bremst ab dem Schild. Das ist manchmal halt
kritisch, weil man 70er-Zonen auf Landstraßen beispielsweise dann irgendwie gar nicht schafft, in dieser 70er-Zone halt zu sein. Weil er halt bis zum Schild, wenn die 70er-Zone wieder aufhört, damit beschäftigt ist, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Das finde ich im Audi besser und auch sanfter gelöst. So, das heißt also, der Audi bremst weit früher als das Auto hier auf die neue Geschwindigkeitssituation. Sanfter funktioniert meiner Meinung nach auch das im Audi. Das heißt also, ich muss aber allerdings dazu sagen, also das ist jetzt halt hier ein E53, das ist halt ein AMG-Modell und alles, was hier drin passiert, funktioniert sowieso ein bisschen ruppiger. So, früher war es irgendwie BMW, was dieses Thema angeht, dass es halt ein bisschen ruppiger funktioniert. Und dieses Auto wirkt aber auch auf mich in Bezug auf die Aktionen, die es selber macht, etwas unentspannter. So, das mag damit zusammenhängen, dass das Auto jetzt halt ein AMG-Fahrzeug ist, beziehungsweise eins sein will. Das ist ein E53. Und es vielleicht daher alles ein bisschen härter ist. So. Das heißt also, wie lenkt er rüber und so weiter und so fort. Das will ich mir selbst aber mal relativieren, indem ich mir mal einen CLS hole, der auch natürlich Distronic Plus hat. Und ich weiß, dass die Fahrzeuge dort keine AMG-Fahrzeuge sind, die so angeschärft sind. So, ja. Und schau einfach mal, wie da der Unterschied ist. Das heißt aber auch, ihr solltet mir irgendwie, also solltet mich followen, abonniert am besten mal meinen Channel, drückt oben auf die Glocke und dann wisst ihr, wann dieses Video rauskommt. Und vielleicht nochmal grundsätzlich zum autonomen Fahren. Ich will's, denn es ist eine super Entlastung. In dem Fall hier habt ihr gesehen, dass es ist noch nicht so weit, wie es sein könnte. Und ich werde mir aber auch mal einen Tesla holen, also auch aus diesem Grund, bleibt bitte auf meinem Channel, abonniert mich und dann seht ihr, wie es mit dem Tesla funktioniert. Ich fahre halt super viel, ich bin 40.000 Kilometer im Jahr unterwegs und ich glaube, ich kann mir über ein paar Fahrzeuge eine ganz gute Meinung machen, weil ich halt viele unterschiedliche Fahrzeuge fahre. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich echt freuen, dass ihr, wenn ihr mir ein Like geben würdet und tja, abonniert mich doch. Danke, ciao, ciao.